Ja, hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen GPL-Teambuilding auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? In letzter Zeit sind ja wieder ein paar Leute dazugekommen, deswegen ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen. Die GPL-Teambuildings sind nur hier auf meinem Zweitkanal. Ich habe tatsächlich noch einen Main-Kanal, da ist einfach nur Razer. Solltet ihr auch in der Videobeschreibung finden. Dort kommen auch die GPL-Matches. Deswegen nicht wundern, wenn hier ab und zu die Teambuildings kommen. Nur nochmal die Leute, die vielleicht ab und zu verwundert sind. Wir spielen diese Woche gegen Kusha. Kusha und Downy. Preston hat ja schon gegen Downy gespielt. Und ich spiele gegen Kusha. Deren Team beinhaltet Landorus T, beziehungsweise Meteoros T. Latios ist ein Switch von denen. Sie haben Libalo, Meistergriff, Kramor ebenfalls reingeswitcht. Milotic, Toxtricity, PP, Piondragi, Mushana und Togedemaru. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ziemlich happy darüber, dass Tsutomega nicht in deren Kader ist. Der hat mich in der Hinrunde sehr genervt beim Teambuilding. Dementsprechend bin ich da sehr happy drüber. Es gibt so ein, zwei Ideen, die ich aus der Hinrunde wieder mit reinnehmen möchte. Aber nicht hundertprozentig, aber so ein bisschen. es wird interessant. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die zwei gegenüberstehenden Teams an. Und zwar, ich gehe wieder mein Team durch, sage euch, warum ich welche Pokémon mitgenommen habe. Und bevor wir uns gleich die Moves jetzt anschauen. Und zwar als allererstes haben wir Katapultra. Ich habe Katapultra mitgenommen, denn sie haben keinen Normal-Type-Pokémon mehr. Borgonzett ist rausgegangen und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich kann Spookball spammen. Natürlich haben sie Piondragi, der ist so ein bisschen nervig, der könnte als Switchen dienen. Ich rechne auch irgendwie mit AV Piondragi. Problem ist, Piondragi ist ansonsten relativ schlecht in dem Matchup. Höchstens auch gegen Lamus, aber Lamus consider ich nicht wirklich. Dementsprechend finde ich das Piondragi nicht so nice. Und auch wenn, selbst wenn AV ist, der kriegt von Kapalos oder so tons of damage. Dementsprechend weiß ich nicht, wie hart die den considern. Er ist halt einfach da, um eventuell als Katapultra switchen zu dienen, aber es gibt auch immer ein anderes Mon, was ich angreifen kann, dementsprechend mal schauen. Aber Katapultra ist auf jeden Fall nice, weil kein Spukball-Switchen vorhanden ist. Ich muss natürlich auch dazu wieder sagen, Preston hat wieder ein bisschen über mein Team geschaut und gesagt hat, Timo, stopp, stopp, Mission Abort. Muss ich dazu sagen, denn ich hatte am Anfang noch ein, zwei andere Mons drin, die habe ich dann rausgewechselt, denn Preston meinte zu mir, letzte Woche beim Kampf gegen Flo, Timo, du hast ein bisschen zu passiv gespielt. Dein Team war ein bisschen zu passiv und auch diese Woche war mein Team, hatte wieder passive Elemente. Und es hat Preston nicht gefallen. Und ich weiß mittlerweile, wie ich jedes Pokémon, glaube ich, so einsetzen kann, dass das offensiv gut funktioniert. Auch Blitzsiegel und so weiter. Ich habe mich damit die letzten Tage tatsächlich sehr mit beschäftigt. Dementsprechend bin ich da sehr happy drüber, aber wir gehen auf jeden Fall dieses Mal in die komplette Offensive. So viel kann ich schon mal sagen. Als nächstes haben wir Borosti. Borosti habe ich ebenfalls mitgenommen, denn die Hurricane Switchens sind Toxtricity, den finde ich auch relativ gefährlich. Dann haben wir Kramor, für den habe ich potenziell Heatwave. Potenziell. Aber sowas wie AV wie Toxtricity könnte auf jeden Fall mitkommen. Ja, und dann halt noch Togedemaru, aber auch da habe ich potenziell eventuell Heatwave. Aber ich kann gegen das meiste sehr gut Hurricane spammen. So oder so sage ich auch nach wie vor, und das sage ich fast gegen jeden Kader, Flug, Wasser ist halt so eine starke offensive Kombi, die man halt mit Pilip fahren kann, die man mit Moltres fahren konnte, die man jetzt halt auch mit Boreas T fahren kann. Deswegen, ja, schauen wir mal, was ich da mit habe. Dann natürlich Pilipa habe ich mitgenommen, denn ich habe auch Azu mitgenommen, also Azumarill, und ich habe auch Kabalos mitgenommen. Denn tatsächlich, nach wie vor, es existiert kein Azumarill-Switchen im Regen. Milotic ist kein wirklicher, hundertprozentiger Azumarill-Switchen im Regen. Ich habe auch über Belly Drum nachgedacht. Habe ich dann aber relativ schnell wieder verworfen, wegen Haze Milotic zum Beispiel und so weiter und so fort. Natürlich könnte ich dagegen relativ gut setupen, aber I don't know, ich will es nicht drauf ankommen lassen. Kabaloris habe ich tatsächlich wieder Weakness Policy dabei. Habe ich in der Hinrunde schon mitgehabt und ich konnte meine Weakness Policy nicht triggern, weil Kusha mit Muddy Water den Genauigkeitsdrop auf Katapultra bekommen hat. Weswegen ich meine eigene Kehrtwende gegen mein eigenes Pokémon gemisst habe und deswegen konnte ich meine Weakness Policy nicht triggern. Ich glaube, dass ich dann ziemlich gute Chance gehabt hätte, das Game zu gewinnen. Deswegen spielen wir heute neutral Torso auf Katapultra und haben natürlich auch noch andere Optionen, um diese Weakness Policy zu triggern. Dann haben wir Rabigator, den hatte ich anfangs noch mit drin, habe ich dann allerdings wieder verworfen, weil Presence mir gesagt hat, Timo, pass auf, es gibt ein Pokémon, also ihr kennt ja jetzt basically schon fünf Mods, es gibt ein Pokémon, was viel besser ist. Ich habe Galalamus nicht mit, ich habe Viscogon nicht mit, ich habe Amigento Stahl nicht mit und ich habe Britzige nicht mit, sondern ich habe Wishu mitgenommen. Und das Ding ist, Preston meinte auch schon zu mir, letzte Woche nimm Wishu mit und hat mir ein Set geschickt. Und auch hier haben wir wieder ein relativ identisches Set. Es ist ein bisschen anders, es sind zwei Moves anders, aber es macht auf jeden Fall etwas Ähnliches. Und ich glaube,
Ich habe mich letzte Woche noch nicht so bereit dazu gefühlt, Wishu zu spielen. Und irgendwie fühle ich mich auch die Woche noch nicht so wirklich bereit dazu, Wishu zu spielen. Aber ich will den Ganzen einen Try geben, weil vielleicht muss ich es einfach riskieren. Weil ich glaube, Wishu kann schon geil sein, aber ich bin noch nicht so 100% überzeugt. Ich habe ja Wishu, wir haben ja Wishu hauptsächlich nur gepickt, weil Prezzen es unbedingt wollte. Dementsprechend, versucht Prezzen mir den obviously natürlich schmackhaft zu machen. Und ich bin sehr gespannt, wie gut der hier performen wird. Ich würde sagen, wir schauen uns doch einfach mal mein Team an. So, wir sind in der Teamanalyse drin und wir fangen auch direkt an mit Choice Scarf Pilipper. Hatte ich letzte Woche schon mit dabei. Ich möchte dem Ganzen heute nochmal einen Try geben, beziehungsweise diese Woche. Denn, klar, können wir jetzt sagen, okay, hast schon letzte Woche gebracht. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht etwas, was man hundertprozentig predicted. Ich probiere auch immer so ein bisschen aus. Ich meine, ich hatte auch schon offensives Pilipper mit Focus Grid dabei. Ist auch relativ strong. Aber tatsächlich kann man auch in einem offensiven Team ein defensives Pilipper mitnehmen. Einfach, wenn ich weiß, okay, ich glaube, ich muss den Rain mindestens 2-3 Mal rausholen, dann würde ich mich auch trotzdem auch in diesem sehr offensiven Team dazu entscheiden, ein defensives Pilipper zu spielen. Einfach weil der Regen so wichtig ist. Und natürlich kann auch ein defensives Pilipper sehr viel Damage drücken. Und Tailwind rausholen und so weiter und so fort. Was mein offensives Team weiterhin supportet. Dementsprechend, ja, haben wir Hurricane, Weatherball, Tailwind, U-Turn, Pilipper wieder mit dabei. Und ja, nichts Specialiges. Dann, wie gesagt, ich habe mich wieder für Choice Band, also Meryl, entschieden. Wir haben so viel Speed Investment, damit wir... Lass mich nicht lügen, ich habe das Team schon vor 3 Tagen, glaube ich, gebaut. Ich glaube, wir haben Speed Actually Milotic. Non-Speed Investedes Milotic. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Don't mark my words, okay? Dementsprechend, ja. Wir haben aber wieder Choice Band Azul mit dabei. Ich habe, wie gesagt, darüber nachgedacht, Belly Drum zu spielen, aber Haste Milotic ist halt ätzend und so weiter und so fort. Magic Guard, PP und so. Ne, nicht Magic Guard, Unkenntnis, PP und so. Kann PP überhaupt Unkenntnis? Ich glaube nicht. Der hat Freundeswunder statt Unkenntnis, ne? Egal. Trotzdem habe ich die Idee wieder verworfen, denn Choice Band Azul reicht komplett aus und tötet trotzdem alles mit Liquidation. Ich habe Helping Hand noch mit in den Bag. Erkläre ich euch später warum. Aber ich habe Helping Hand noch mit in der Back. Dann haben wir, wie gesagt, Weakness Policy Ludicolo dabei. Er hat keinen Fake-Out-Switch-In. Er hat kein Konstrator-Pokémon. Weswegen ich mich dazu entschieden habe, Fake-Out zu zocken. Das reicht. Also, es reicht nicht, aber es ist relativ strong gegen viele seiner Mons. Muddy Water wieder Icy und Giga Drain, weil wir wollen einfach auf +2 böllern. Present und ich hier überlegen immer sehr lange, ob man eventuell nicht Samenbomben auf Ludicolo spielen sollte, auf dem Ludicolo, weil Mirror Code Milotic ein Ding ist, potenziell, aber ja, trotzdem haben wir uns dazu entschieden, dass die Recovery zu wichtig sein könnte. Und wir deswegen dann trotzdem einfach Giga Drain auf Ludicolo draufpacken und ja. Deswegen haben wir hier dieses Ludicolo-Set. Dann haben wir Choice Bags Dragapult mit Shadow Ball, Drag Meteor, Thunder und U-Turn. U-Turn ebenfalls wieder um die... By the way, wir haben auch hier die U-Turn, um die Weakness Policy von Kabalos zu triggern. Aber wir haben Shadow Ball, Drag Meteor, Thunder, U-Turn. Ich habe es eben schon erwähnt, der einzige Shadow Ball Switch in ist Pion Draghi. Thunder habe ich dafür mit, falls ich Milotic so hart wie möglich hitten möchte. Oder Spidef Kramer. Aber... Also es ist einfach nur da, um halt da zu sein. In 99% der Fälle drücke ich immer Shadow Ball. Wenn Pion Draghi nicht dabei ist, sogar in 100% der Fälle. Egal, ob es genug Damage gegen Minotic macht oder nicht. Aber Thunder ist halt trotzdem eine Engine, die gerade im Late Game oder so potenziell nochmal wichtig sein könnte. Aber ich bin natürlich Clear Buddy, weil wir wollen nicht, dass die Genauigkeit von Dragapult gedroppt wird. Und dann natürlich, wie gesagt, wieder die U-Turn, um den Weakness Policy, den Schwächenschutz von Kabalos zu triggern. Dann haben wir AV Taunty mit Hurricane, Weatherball, Dark Pulse, U-Turn. U-Turn ebenfalls wieder. Diese Weakness Policy von Kapaloris wird getriggert, okay? Jetzt wirklich. Ich hab, glaube ich, schon 4-mal Weakness Policy Kabalos oder so mitgenommen. Ich glaube, ich habe es noch nicht einmal getriggert bekommen. Diesmal werde ich es schaffen. Hoffentlich. Wie gesagt, Hurricane ist sehr, sehr nice. Offensiv habe ich ja schon gesagt. Wir haben Dark Pulse für Latios und für Mushana. Weatherball und Hurricane reichen als offensive Power und halt die AV, weil wir in so Mons wie Pibu gut reinkommen können, in Mushana gut reinkommen können. Theoretisch gesehen auch in Toxicity, aber gegen die mache ich auch nicht so ultra viel, aber gerade gegen Latios zum Beispiel. Aber der könnte auch Psyshock haben, aber es ist trotzdem schon nicht bad. Ich wollte einfach ein offensives Mon haben, was trotzdem durch seine Fähigkeit und durch sein Item noch relativ viel tanken kann.
das war so der Gedankengang hinter Taunty. Und zu guter Letzt haben wir Focus Sash Mienchao mit Fake Out, Helping Hand, Knockoff und Protect. Ich bin immer noch gegen Focus Sash. Aber Price meint, trust me, Focus Sash kann schon ziemlich nice sein. Und es cool ist, und das sehe ich actually irgendwo. Egal wie krass Mienchao angechippt wird, durch den Regenerator kannst du potenziell den Focus Sash wieder triggern. Wir haben sehr häufig über Leads nachgedacht. Das Ding ist, Latios im Lead wäre ein bisschen problematisch, weil ich sage einfach jetzt schon mal geradeaus weg. Ich möchte mit Mienchao und Katapultra leaden, okay? Und ich möchte jemanden fake outen. Und ich möchte Choice Bags Shadow Ball spam. Dann, also ab danach halt. Ne? Und dann halt Helping Hand spam. Knockoff haben wir für Latios was Cooles. Wir outspielen Latios allerdings nicht. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen über Choice Scarf Latios. Das heißt, mein Gedankengang ist es in der Theorie, hoffen, dass er mit Latios leadet und dass der Partner von Latios Dragapult nicht gehen kann. Was ich richtig kack finden würde, wäre Pion Draghi Latios Lead. Das wäre schlecht. Das wäre actually schlecht. Denn ich will Latios fake-outen und Latios dann Shadowborn und ihn killen. So, das selbst, wenn er scarft, ist egal. Aber dann, das sage ich jetzt halt und dann, wenn es schlussendlich so kommen wird, dann denke ich wahrscheinlich vielleicht wieder darüber nach, ob er rauswechseln wird oder whatever. Aber ja, der Gedanke ist es, so lange Helping Hand zu drücken, bis Katapultra alles getötet hat. Und Knockoff reicht jetzt einziger Move, ist sogar übel gut, ist sogar wirklich, wirklich gut, weil wir die potenziellen Lefties von Milotic runterhauen, den potenziellen Black Sludge von Pion Draghi runterhauen, was potenziell später auch wichtig sein könnte. Am allerwichtigsten allerdings, dass wir den Evoliten von Pipi runterhauen können. Das ist wichtig, denn Katapultra macht natürlich guten Schaden, aber Pipi One-Shot der natürlich trotzdem nicht. Das heißt, der Knockoff gegen Pipi ist halt geistkrank gut. Und ja, deswegen ist es der einzige Move, den ich brauche. Wir spielen Fake Out, Helping Hand, Knockoff und Protect. 184 Speed, damit wir Pion Draghi outspeeden. Lanaris? Nee, Pion Draghi, oder? Ich glaube, Pion Draghi müsste sein. Pion Draghi ist, glaube ich, 95. Hat er irgendwie. Ah, nee, Togedemaru. Ich glaube, er outspeeden Togedemaru, actually. Ja, natürlich fürs nächste langsamer Mon. Der hat 96 Speed. Das könnte sein, ja. Ja, und dafür habe ich den ganzen mitgenommen. Und dann halt Full HP, der Rest in Death. Weil Latios wahrscheinlich Psyshock spielen wird. Einerseits einfach schon wegen potenziellen AVs, andererseits wegen. I mean, schaut euch bitte die Spezialverteidigung und die physische Verteidigung von die Ludicolo an. Ich glaube, dass Psyshock tatsächlich ein bisschen nicer sein wird als Psycho-Stab auf Latios. Alright, das ist Team und hier kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt. Ich habe einmal hier Helping Hand und ich habe auch mit Azumarill Helping Hand. Wenn ich denke, okay, Katapultra kann hier gewinnen, alleine, aber ich habe einen Helping Hand-User verloren, dann kann ich auch in Azumarill notfalls rausgehen und mit dem Helping Hand weiter spammen. Deswegen. Choice Band Helping Hand sieht immer ein bisschen troll aus, aber ich glaube, dass das gar nicht so bad ist. Alright, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr habt auf jeden Fall gerne positive Bewertung. Da schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Team findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.